Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Huber, ich bin Architekt und Digitalisierungsexperte. Ich bin Geschäftsführer und Gründer meines Architekturbüros, bin ursprünglich Tiroler oder eigentlich immer noch, lebe aber gerade in Wien und darf Kunden in ganz Österreich betreuen. Mich freut das sehr, dass wir uns kennenlernen. Wenn Kunden zu uns kommen, dann möchten sie erfahren, lieber Herr Huber, wie geht es, dass wir mehr Umsatz und Gewinn mit unserem stationären Geschäft machen können? Meine Spezialisierung sind Handelsbetriebe und Büros, von der One-Man-Show bis zum globalen Konzern, alles mit dabei. Auch in diesem Modul, das Sie buchen können, stelle ich Ihnen drei Zukunftstrends vor, wie wir während und nach dieser herausfordernden Zeit den Handel positiv gemeinsam gestalten können. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen, wie Sie Ihr Geschäft zur Sehenswürdigkeit machen, richtig digital wirksam zu sein. Was meine ich damit? Das heißt, dass die Kunden zu Ihnen ins Geschäft kommen und dort begeistert ihre Handys zücken, dich in ihrem Geschäft abzufotografieren und dieses auch auf Social Media zu posten. Dafür gibt es eindeutige Strategien, die wir seit Jahren entwickelt haben. Jetzt ist die Zeit, die umzusetzen, vielleicht auch bei Ihnen. Wir haben auch zahlreiche Fallbeispiele. Für wen ist das geeignet, dieses Modul? Sie sollten sich angesprochen fühlen, wenn Sie ein stationäres Geschäft haben und digital wirksam sich verändern möchten. Der Nutzen meines Moduls ist, sich stärker lokal, regional und digital mit Ihren Kundinnen zu verbinden und systemrelevant zu werden. Warum ist das von Bedeutung? Weil Sie dann förderwürdig sind. Systemrelevante Betriebe werden in Zukunft hier nach vorne gehen. Seien Sie mit dabei, wenn Sie auch am Ende das mitnehmen möchten, was ich jetzt Ihnen verspreche, und zwar ein individuelles Erfolgsrezept, das Sie sich selber während meines Moduls erarbeiten werden, Tipps und Tricks vom Experten und 12 Erfolgsfaktoren, wie Sie das auch selbst umsetzen können. Ich freue mich, wenn Sie dabei sein könnten. Meine Methode ist die Design Thinking Methode, das heißt, wir beobachten genau, wir analysieren, wir machen es gleich im Praxistest und dass Sie es dann nach diesem Modul auch umsetzen können in Ihrem Geschäft, damit auch Sie für Ihre Kundinnen eine Sehenswürdigkeit, einen Erlebnisort schaffen, von dem nicht nur Sie, sondern auch Ihr Umfeld begeistert sein wird. Danke.